Hallo! Und wir spielen wieder den Tremor-Mod. Yay! Im letzten Part ist ganz, ganz, ganz viel passiert. Zum Beispiel eine zweite Sonnenfinsternis und Höhle und Rüstung. Ja, es sind ganz viele Dinge passiert. Ganz viele tolle Dinge sind passiert. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Nämlich, ich wollte was super, super Tolles machen. Und zwar, ich wollte das allmächtigste Item überhaupt craften. Oh mein Gott. Ja, sorry. Es musste sein. Ich will eine Dodge Mask aufhaben. Das muss sein, okay? Okay. Perfekt. Ich bin jetzt wieder in das Granitbiom gegangen. Und zwar will ich jetzt noch einen dritten Stone of Life haben. Dann kann ich mir nämlich eine super tolle Granitrüstung machen. Und ja, wenn ich Glück habe, dauert es auch gar nicht mal so lange, bis ich den dritten Stone of Life habe. Mal sehen. Ui, na was haben wir denn da? Unerwarteter Besuch. Also cool, wir haben hier Life Crystal und jetzt haben wir hier auch ein Marmor. Ja, ich glaube Marmor, oder? Marmorbiom, direkt neben dem Granitbiom. Aber immer noch kein dritter Stone of Life. Na endlich. Das hat irgendwie sich angefühlt, als hätte das jetzt 10 Jahre gedauert. Moment mal, ich muss mal eben schauen. Okay, 2016, ich dachte schon. Oh ja. Ich habe Magic Mirror bekommen. Das ist irgendwie super. Jetzt muss ich nämlich keine scheiß Recall Potions mehr benutzen. Das gefällt mir sehr. So, und wenn ich richtig liege, kann ich jetzt, genau, Granit Chestplate und Granit Leggings machen. Tatsache, ich habe jetzt die volle Granitrüstung. Jetzt gucke ich mir aber auch mal an, was die macht, nachdem ich irgendwie mein Inventar aussortiert habe. Es kann sich etwas ziehen, aber... So, ich habe jetzt hier eine tolle Waffenrüstung und eine Ausrüstungskiste gemacht. Und jetzt gucke ich mal, nachdem ich den Saphir in die Kiste gelegt habe, was diese tolle Rüstung denn so macht. Zack, zack, zack. Also erstmal, die sieht ziemlich gut aus, finde ich. Die hat was. Und Set-Bonus ist, dass die Defense um 3 erhöht wird, also... Ich habe 3 Defense mehr als mit der Rüstung, aber es ist glaube ich, ganz in Ordnung. Also wenn man am Anfang direkt 3 Stones of Lives bekommt, wie auch immer man das schafft, dann hat man tatsächlich ein gutes Plus, denn diese Rüstung ist cool. Oh, noch was. Mir ist gerade aufgefallen, man kann sich eine Steinrüstung machen und die will ich mir auch mal ausprobieren. Zack, zack, zack. Also ohne Aussehen, sie sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Ich meine, es ist Stein. Aber die ist auch für den Anfang ziemlich gut. Wenn man irgendwoher Bomben bekommt, dann kann man sich direkt die hier am Anfang machen. Die gefällt mir auch irgendwie. Und soweit ich weiß, ist es auch eine der ersten 4 Dingensrüstungen, Klassenrüstungen, die in diesem Mod hinzugefügt wurden. Soweit ich weiß, gibt es noch die Summoner-Rüstung vom Tremor-Mod, die bekommt man halt nur mit dem Living Loom. Und dann gibt es noch die, also die, wir haben die Magier-Dingens, die Fernkampf-Dingens mit den Wines. Aber so ein komisches Kompendium habe ich auch nicht gefunden, also muss ich mich mal ranhalten. Spike-Shoes, auch Warding. Da kann ich die, wenn ich einen Goblin-Tüftler finde, eine schöne Tiger Climbing Gear machen. Das wird ein Spaß. Ist es euer Ernst? Hier und hier sind jetzt noch 2 verlassene Minenschächte und noch ein Herzkristall. Jetzt kann doch nicht sein, dass ich in der dritten Folge schon fast alle Leben habe. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, natürlich. Ich meine, warum sollte man was dagegen haben? Aber es ist halt... lächerliches Glück, und das heißt nur, dass ich später kein Glück haben werde. Aber im Moment
bräuchte ich was anderes als dieses Glück. Nein. Nein, oder? Noch ein Herzkristall. Oh Mann. 300 Leben. Ich könnte sogar die Goblin-Armee machen, aber ich habe nicht mal das Auge gemacht. Ah, ich glaube, das wird zu einfach. Das wird zu lächerlich. Hier ist einfach das Strange Plant. Okay. Oh Mann. Ich habe sogar einen Lava-Charm gefunden. Oh Mann. Ich habe keinen Eimer dabei. Und ich brauche Lava. Und dieses Insekt ist ziemlich dumm. Okay, ich glaube, ich kehre mal kurz an die Oberfläche zurück. Oh. So, was ich jetzt gleich mal mache ist, ich habe hier nämlich einen Gravitation Potion und ich suche mal, ob ich vielleicht sogar eine fliegende Insel finde. Oh. Ja, fliegende Insel. Ich habe eine fliegende Insel gefunden. Okay. So, also was gibt's hier alles Schönes zu plündern? Oh ja. Oh ja. Lucky Horseshoe. Das ist sehr gut. Da freue ich mich. Und Harpien. Ich töte mal einfach Imperabien. Denn, wie sicher vielleicht ein paar wissen, kann man aus Federn sich später Flügel machen und... Slime is falling from the sky. Okay, Leute, plane in der Ruhe. Ich gehe jetzt nach Hause und kümmere mich um den fallenden Schleim. Fuck. Ja, dann lass uns das eine Lehre sein und... kümmern wir uns um die Bobbles. Oh, man kann sich auch mit den Federn eine Rüstung machen. Moment, lass es mich kurz inspizieren. Das sind viele Federn. Das sind mir zu viele Federn. Aber es gibt da auch wieder für jede Klasse so einen Helm. Melee, Magic und Ranged. Cool. Oh ja, Schleimbanner. Das heißt, ihr seid jetzt leichter zu töten. Noch leichter. Vielleicht brauche ich den Schleimbanner doch nicht. Richard the Archer has arrived? Oh nein. Du kleiner Faggot. Zum Glück war ich dabei, ein Haus zu bauen. Dann kann der sich dort niederlassen und nicht dort oben.
Sterbt alle. Oh, oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Okay, vielleicht wurde es doch nicht so interessant. Ehrlich gesagt war es sogar sehr einfach. Aber immerhin, ich habe noch einen Blauschleimbanner bekommen. Das ist jetzt schon mein dritter in dieser Folge. Nee, aber endlich hört es auf, Schleim zu regnen. Das ist schon mal etwas. Da kann man sich schon mal freuen. So, aber was hat King Schleim so alles gedroppt? Also erstmal wieder ein Solidifier, so wie jedes einzelne Mal. Den stelle ich einfach ins Wasser. Ein Slimehook. Ich bin mir nicht sicher. Slimehook? Vergangenheits-Ich, ich hasse dich. Da liegt eine Ninja-Hood. Sammel die gefälligst ein. Ich bleib beim Slimehook. Der Slimehook, der geht sich ziemlich schnell aus. Also, ja, dann. Ja, ich bleib einfach beim Slimehook. Das wird schon passen. Ach, fuck this shit. Yeah, ich bin Jubel. Und da ist Richard the Archer und Roland the Knight ist auch hier oben. Na, sieh mal einer an. Du kamst doch während des King Slime Kampfes, nicht wahr? Anscheinend gibt's für jede Klasse jetzt auch ein Dingens. Heil and good morrow, my liege. Heil. Okay. Drei neue Items. Throwing Eggs. Naja, also das ist eigentlich gar nicht mal so gut, ne? Das ist dasselbe wie mein Throwing Knife irgendwie. Rusty Sword 12 Attack Damage. Na, ist kein Material. Ich glaube, es ist einfach nur ein langweiliges Schwert. Ripper Knife. Das gefällt dem Ruben doch schon etwas besser, ja. Oh, ich habe noch 99 Rope. Ich habe einen Ripper Knife. Jetzt bin ich Jack the Ripper und werde euch alle töten. So, was hast du zu verkaufen, Richard? Arrows, Archer Glow, 5% Increased Range Damage, 5%. Von 10 sind 5%, lass mich überlegen, 0,1. Das ist also das ist wirklich im Pre-Hard Mode extrem scheiße, das Item. Aber Crossbow sieht interessant aus. Ich glaube, ich kaufe mir den Crossbow. Der ist auch tatsächlich um einen Attack Damage besser als bei Inbow. Ja. Den möchte ich den auch gleich mal ausprobieren. Ist der auch besser als mit Inbow? Oh ja. Oh ja, der ist besser als mein Inbow. Der ist besser als mein Inbow. Ja, cool. Jetzt habe ich zwei neue NPCs. Aber ich frage mich gerade, es gibt doch sicher auch einen Zauberer, oder? Und vielleicht sogar einen Summoner. Ich denke, ich werde unten das Haus ein bisschen erweitern und dann sehen wir mal, ob ich vielleicht einen von beiden bekomme. Wie das aussieht. Oh, Fliegeninsel! Moment. Nee. Oh Gott. Nein? Ja, okay, perfekt. So, was haben wir denn hier oben Feines? Ich rieche schon das legendäre Stars Fury. Und wenn es sich darin befindet, Shiny Red Balloon. Ich hätte lieber das Stars Fury gehabt, aber Shiny Red Balloon, da will ich nicht nein sagen. Das ist wirklich auch eins der besten Items
die man so in Terraria haben kann. Und der Painter has arrived. Ich will den Zauberer haben. Und der Painter ist direkt hier oben und kämpft gegen Harpyon. Ja. Cool oder so. Wie war das jetzt nochmal mit dem Charcoal? Ah ja, da kann man den Blastfirnis sich machen. Ah ja, perfekt. Ich habe mir gerade einen Lava-Eimer geholt. Weil ich wusste, ich brauche den noch für irgendwas. Okay, es war der Blastfirnis. Ich brauche noch... Alter, wie viel Charcoal ich noch brauche? Okay. Die Bricks werden kein Problem sein. Die kann ich mir wahrscheinlich jetzt schon machen. Ich mache mir mal die Harpy Chestplate. Da kann ich die später verfolgen. Avalon the Sorcerer has arrived. Ja. Okay, den hole ich mir hier runter. Und dann gucken wir uns noch, bevor der Part endet, seine Verkaufdingens an. Oh, ich brauche noch 11 Stück. Wo kann ich mir diese Stonebricks machen? Ich gucke einfach beim Guide nach. Wie kann ich bei der Stones Upgrade Pleats... Ja, Moment mal, ich bin dumm, ich habe die doch hier unten reingesteckt, oder? Ja, habe ich. Ah, it's just a prank. Right, it's a prank. 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay. Hier ist noch Holz. Holz, ja. Ich fäll einfach ein paar Bäume wieder mal. Ja, yeah. Ich kann mir den Blastfirnis machen. Cool. Okay. Kann ich den mit dem Ofen hier setzen? Ja, kann ich. Ui, fancy. Kann ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, LED Ohr schmelzen an diesem Ofen? Ja, okay, er funktioniert schon mal wie ein normaler Ofen. Nur, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich Stahl herstellen. Für Stahl brauche ich wieder Kohle, aber... Nee, oder? Ich brauche mehr Kohle, glaube ich. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Das mit dem Zauberer heben wir uns zum Schluss auf. Erst will ich Stahl. Ja, Tatsache, ich kann mir eine Steel Bar machen. Okay, dafür braucht man 2 Kohle und ein Eisen. Oh, das ist viel. Das ist viel. Aber lohnt sich das Stahl? Cody, verrate mir bitte, wofür sich Stahl zu gebrauchen ist. Spitzhacke, das habe ich nicht nötig. Rüstung. Ja, Rüstung haben wir in letzter Zeit auch relativ viel. Ein Stahlschwert. Oh, kein Bedarf. Stahlbogen. Hat der aber auch Autoshoot? Ich glaube nicht. Stahlaxt, kein Bedarf. Und oh mein Gott. Afterlife Rüstung. Basilisk, ja, 58 Schaden. Woher bekomme ich Skull Teeth? Oh, wie ich sehe, haben wir heute einen speziellen Gast dabei. Es ist Camtasia. Hallo Camtasia, erzähl uns doch ein bisschen über euch. Hallo, ich bin Camtasia und ich habe die Fähigkeit, Aufnahmen aufzuessen. Ich habe gerade Rums gesamte Tonspur aufgemacht. Yummy, yummy. Oh. Fick dich, Camtasia. Ich hasse dich. Was soll das? Das ist jetzt schon seit so vielen Folgen so und jetzt muss ich das alles nachsynchronisieren. Ich will das nicht. Also ja, ich muss es jetzt nachsynchronisieren und ich freue mich. Also, der Zauberer verkauft einen Enchanted Shield. Ist aber nicht so geil, weil das verniedrigt den Schaden, den Magiewaffen machen. Aber gibt einen mehr Mana. Verkauft einen Hase und 2 neue Bücher. Und diese Bücher will ich haben und deswegen habe ich mir die auch geholt. Das eine davon ist dieses Flammenbuch und das andere ist dieses Blattbuch. Das Blattbuch ist so ein bisschen wie der Leafblower von Plantera. Der schießt so Blätter. Nur halt nicht ganz so stark wie Leafblower, versteht sich. Und der Burning Tom schießt so ein Feuerstrahl wie den die Imps, also die man spawnt.
schießen. Ja, ich finde diese Waffen sind eigentlich ziemlich cool, aber sie machen halt beide weniger als 10 Schaden, deswegen werde ich wahrscheinlich wieder das Gloomturm verwenden, aber ich werde die im Inventar behalten, denn die sind schon ziemlich toll. Ich hoffe trotz der kompletten Auslöschung der Tonspur am Ende, hat euch diese Folge gefallen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben, dann sehe ich, ach ja, ihr mögt das, dann mache ich davon mehr. Okay, tschüss. We'll be right back.